herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute backen wir wieder mal eine Torte, und zwar eine Geburtstagstorte. Das ist eine Schoko-Haselnuss-Torte mit Haselnuss-Krokant und Buttercreme. Die Torte schmeckt super, sie ist ein bisschen mächtig, aber dafür, wie gesagt, sehr, sehr lecker. Na gut, dann fangen wir an. Für den Teig brauchen wir 100 Gramm Mehl, 75 Gramm Speisestärke, 6 Eier, 75 Gramm gemahlene Haselnüsse, 30 Gramm Kakao, 40 Gramm zerlassene Butter, 150 Gramm Zucker und 1 Teelöffel Backpulver. Die Eier müssen wir jetzt zusammen mit dem Zucker gut aufschlagen. Dafür benutze ich meine Küchenmaschine. Während die Eier gut aufgeschlagen werden, gebe ich schon die Haselnüsse in die Pfanne. Die werde ich jetzt ein bisschen anrösten, dann haben sie einfach schöneres Aroma. Wenn die Eier schön aufgeschlagen sind, können wir die trockenen Zutaten hinzugeben. Bevor ich die untermische, gebe ich zuvor durch den Sieb, damit einfach keine Klümpfchen drin sind. Und alles schön vorsichtig darunter heben. Zum Schluss kommen die Butter und die Haselnüsse hinzu. Den fertigen Teig füllen wir in die Form. Die fertig gefüllte Backform stellen wir in den Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten. So sieht der fertige Boden aus. Bevor wir unsere Torte stapeln, müssen wir den Boden zweimal waagerecht durchschneiden. Jetzt können wir anfangen, unsere Torte zusammenzubauen. Zum Schluss können wir unsere Torte mit Haselnusskrokant und Kinderschokolade dekorieren. So sieht unsere fertige Torte aus.